In diesem Video wird die Handhabung der Mini-Nähmaschine erklärt. Die dazugehörige deutschsprachige Bedienungsanleitung wird Ihnen per E-Mail zugesendet. Die Mini-Nähmaschine wird in einem Karton geliefert und darin zu finden ist alles, was hier zu sehen ist. Dazu gehören 4 extra Spulen, 2 leere, eine mit schwarzem Faden und eine mit weißem. Außerdem wird eine Einfädelhilfe und eine Ersatznadel mitgeliefert, falls es mal zu einem Bruch der Nadel kommen sollte, die bei Lieferung bereits in der Maschine installiert ist. Zudem ist ein Verlängerungstischchen enthalten, sowie ein Stromkabel und ein Fußpedal, das zur Steuerung der Maschine verwendet werden kann. Die Nähmaschine selbst ist natürlich auch dabei. Sie ist sehr handlich, sodass sie leicht transportiert werden kann. Im Lieferumfang enthalten ist eine englischsprachige Bedienungsanleitung. Die deutsche Version wird Ihnen bei Kauf der Maschine per E-Mail zugesendet. Um mit dem Nähen beginnen zu können, wird zuerst das Stromkabel eingesteckt und auch das Fußpedal an die Maschine angeschlossen. Um Garn von einer Rolle auf eine Spule zu übertragen, wird die Garnrollenhalterung herausgezogen. Das Garn wird dann 6-7 Mal um die leere Spule gewickelt und diese Spule wird, nachdem die Umspulhalterung, also das kleine Stäbchen, herausgedreht wurde, auf diese heraufgeschoben. Nun wird die On-Off-Taste oder das Fußpedal gedrückt und das Garn beim Umspulen mit der Hand nach rechts und links bewegt, sodass es gleichmäßig aufgewickelt wird. Nun kann der Verlängerungstisch aufgebaut werden. Die Spule wird auf die Halterung für den Oberfaden geschoben. Das Garn wird durch die verschiedenen Ösen geführt. Beim Spannungsrädchen wird das Garn zwischen die 2 Metallschäben geführt, nicht durch die Feder. Zum Einfädeln in das Nadelöhr ist die Einfädelhilfe sehr praktisch.
Nun wird auch eine Spule für den Unterfaden eingesetzt und die Abdeckung wieder zugeschoben. Der Unterfaden muss vor dem Nähen durch Drehen am Handrad heraufgeholt werden. Dazu kann ein flacher Gegenstand wie eine Schere hilfreich sein. Beide Fäden werden dann ordentlich hingelegt, sodass sich beim Nähen nichts verfängt. Das Licht kann über den obersten Schalterknopf eingeschaltet werden. Losgenäht werden kann nun entweder mit dem On-Off-Schalter oder mit dem Fußpedal. Zuerst muss jedoch noch der Fuß abgesenkt werden. Dann kann es losgehen. Die Maschine hat keine Rückwärtsnähfunktion, deswegen kann die Naht nicht verriegelt werden. Sie hat nur einen einfachen Geradeausstich. Allerdings kann die Geschwindigkeit über den unteren Schalterknopf eingestellt werden. Praktisch ist der seitliche Nahtabschneider. Wichtig ist es, das Stück nicht mit Gewalt herauszuziehen. Wenn auf der Unter- oder Oberseite der Naht Knötchen entstehen, sollte das Rad für die Fadenspannung nach rechts oder links gedreht werden. Außerdem kann die Fadenspannung je nach Material des Stoffes angepasst werden. Genaueres steht in der Bedienungsanleitung. Die Nadel kann leicht gewechselt werden. Dafür einfach das Rädchen lösen, die neue Nadel mit der flachen Seite nach rechts wieder hineinschieben und das Rädchen wieder festdrehen. Auch hierzu kann genaueres im Kapitel Nadel wechseln der Bedienungsanleitung nachgelesen werden. Das Garn wird danach wieder eingefädelt. Und nun viel Spaß beim Nähen!